Ausgelassen ist fast schon ein Hilfsausdruck für die Stimmung, die beim Sommer Open Air 2021 in Maishofen herrschte. Hauptverantwortlich dafür waren die beiden Headliner. Shootingstar Chris Steger aus St. Martin am Tennengebirge und die Hollerstauden aus Hollersbach im Pinzgau. Konzertfeeling mit null Masken und dafür 1400 Besuchern ist dieser Tage eine Rarität. Er ist der Shootingstar des Austropop und der Schwarm vieler junger Mädels. Sein Name ist Chris Steger! Chris Steger war der große Star beim Sommer Open Air 2021 in Maishofen. Der 17-Jährige aus St. Martin am Tennengebirge hat einen steilen musikalischen Aufstieg hinter sich. Und spätestens seit seiner Debütsingle Zerfix im letzten Jahr ist der Millionen Menschen in Österreich ein Begriff. Ja, nein, natürlich taugt mir voll, aber mir taugt einfach voll das Musikspielen. Mich freut's, wenn ich eine Gitarre in der Hand habe. Und bei den Liedern sollte der Text auch einfach passen, nicht nur die Musik. Mich freut es einfach, wenn ein paar Leute darüber nachdenken, über das, was ich singe. Ja, nein, mir taugt es voll, dass man jetzt wieder live spielen darf. Das ist einfach richtig gewaltig. Und wenn man sich das da anschaut, ist ein Wahnsinn, dass so viele Leute kommen. Von Foto zu Foto wurde Chris Steger in Maishofen herumgereicht. Zeit dafür war genug, denn bevor er die Bühne rocken durfte, heizten zunächst die Hollerstauden den 1400 Open-Air-Besuchern so richtig ein. Während Chris Steger noch immer auf seiner Fanfototour unterwegs war, überraschten die Hollerstauden alle mit einer Thermomix-Version des großen Steger-Hits Zerfix. Die Hollerstauden hatten ganze Arbeit geleistet, denn das Publikum in Maishofen war mehr als nur auf Betriebstemperatur. Und auch die drei Oberpinzgauerinnen hatten eine mega Zeit. Unglaublich, unbeschreiblich und mir kreischt immer noch alles im Ohr. Ja, so eine Stimmung. Es ist einfach nur ein gutes Gefühl. So viel Freiheit und so viel, ja, war gut. Vor allem Leute ohne Maske und einfach wieder Alben feiern, ist schon super. 21.30 Uhr hatte das Warten der 1400 Fans schließlich ein Ende. Chris Steger betrat mit seiner Band die Bühne und von da an gab es davor sowieso kein Halten mehr. Das Maishofen Open Air hat bereits die Zillertaler Schürzenjäger und Andreas Gabalier berühmt gemacht, so sagt man zumindest. Definitiv das Zeug dazu, ein Großer zu werden, hat auch Chris Steger. Das Maishofen Open Air war letztlich ein Erfolg auf ganzer Linie. Und so sah man am Ende nur zufriedene Gesichter. War ja voll gut, ja. Voll geil. Boah, voll geil. War anders geil. Echt, das war das geilste Konzert, wo ich war. Es war extrem lässig. Und ich glaube, die Hollerstauden und der Chris Steger, die haben richtig Stimmung gemacht ohne Ende nicht. Wir haben geschaut, dass wir das Fest so sicher wie möglich gestalten und ich glaube, das ist top gelungen. Jeder hat eine riesen Gaudi gehabt und ja, der größte Dank gilt natürlich an die Vereine hier, nicht dem Publikum, was da war und natürlich an den Vorstand von Trissel und nicht, dass wir das durchgezogen haben, die ganze Geschichte und der Gemeinde Maishofen.